Einen wunderbaren, schönen guten Abend. Ich bin Link. Ich bin Linkman. Oh yeah. Und willkommen zurück zu Let's Play Zelda Ocarina of Time Master Quest in der Gerudo-Festung. I'm Batman. Für den heutigen Part sind wir in der Gerudo-Festung unterwegs. Ich habe noch nicht nachgeschaut, wie es weitergeht. Das möchte ich die Gerudo-Festung. Hi. Abschließen. Wie wir uns erinnern. Sprungangriff. Treffer. Böse. Normaler Treffer. Okay. Geblockter Treffer. Ebenso okay. Come on. Come on. You got a hit. Es hat noch keiner den Kampf durch Nicht-Treffen gewonnen. Oder vielleicht doch. Weiß man nicht. Greif an! Ich höre dich schnaufen. Sehr gut. Ein kleiner Schlüssel! Ja, wir wissen, was er macht. Ach, Vase! Vase! Wie wär's mal mit? Treffen. Ach ja. Ja. Nein. Ja. Wunderbar, befreien wir mal diesen Dude. Wohey! Bist du ja mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich von... eigentlich den Gerudo-Krieger anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudo sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Hat man hier nicht was geschenkt bekommen, wenn man quasi hier so eine so gedöhnt? Ja. Das wusste ich noch. Das wusste ich noch, da wusste ich noch Bescheid. Gehen wir direkt darüber. So, und dann wird's wieder Metal Gear. Ganz vorsichtig. Okay, hinter uns. Geht's da hoch? Nee. Aber da geht's hoch. Okay. Mhm, sehr interessant. Okay, und da müssen wir vorbei. Am besten... Sie ist nicht tot, sie ist bewusstlos. Ernsthaft, sie ist nur bewusstlos. Dann haben wir den zweiten Zimmermann. Hey, Kleiner! Ja, dich meine ich. Schau in meine Zelle. Genau dasselbe wie vorhin. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn ich an den Wachen vorbei traust. An anderen Kumpels sind hier auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt es jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Man kann den ganzen Kampf auch ein bisschen aggressiver gestalten. Ist aber nicht sehr gesund, kann man sagen. Das ist ein bisschen aggressiver Kampfstil gegen die. Geht wesentlich schneller, wie man sieht. Man ist aber meiner Meinung nach gegen diese Attacke, wenn man sie nicht vorher sieht, ein bisschen ungeschützt. Deswegen spiele ich eigentlich lieber ein bisschen vorsichtiger, aber für den... Für das LP spiele ich ein bisschen schneller. Auch wenn die Musik natürlich sehr gut ist. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Paul der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass die Wohey sagten. Oder war das
Das Banjo-Kazooie. Oh, die... Oh, hey! Die gibt's natürlich nicht in Banjo-Kazooie, aber... Ich glaube, da war's, was oh, hey immer sagte. Einmal. Zweimal. Ganz oft mal. So. Weiter geht's. Zwei sind befreit, zwei sind noch eingesperrt. Das Hauptproblem in dieser Geschichte ist, sie zu finden. Ich weiß nicht auswendig, wo die sind. Aufpassen. Hier unten geht's im Grunde nirgends weiter. Deswegen arbeiten wir uns jetzt mit unserem super tollen Fanghaken einfach rüber. Und eingesteckt und weiter geht's. So. Ich weiß aber nicht mehr, was hier oben war. Also, ist jetzt nur rein technisch gesehen. Ich erinnere mich, dass hier oben irgendwas ist. Ich weiß noch nicht, was. Vorgeschlichen Polka. Wieso kommt die Vogelscheuche eigentlich nicht? Ich glaube, ich weiß, dass da drüben ist ein Herzteil. Aber ich verrate euch mal, dass wir da später noch einfacher rankommen. Deswegen lassen wir das Herzteil erstmal ruhen. Und uns erstmal gefangen nehmen lassen! Jedes Mal, wo wir uns jetzt gefangen nehmen lassen, habe ich hier quasi jetzt, ne? Esse ich einen Rage Keks. So, das ist jetzt der erste. So, ich habe den ersten Rage-Keks verputzt. Das sind kleine Kekse, kleine Schokokekse. Ah, dieser Platz schon wieder. Ich krieg die Kurve nie gescheit. Jetzt aber. Wenn wir das Failen auch noch einen Fail-Text einteilen, wäre doch besser. Dumm! Das ist nicht das Problem, dass das schwer ist oder so. Nee, das ist das Problem, dass ich dumm bin. Sonst kein Problem. Bin einfach nur so doof, um die Gerudo-Festung gescheit zu machen. Aber gut, sie war noch nie meine Stärke. Muss man dazu sagen. Was wir jetzt machen, wir gehen einfach mal weiter. Aber ich sehe, worauf das hinausläuft. Ist in dem Fall egal, wie wir gehen. Das ist schön dran. Hey.
So, jetzt muss der dritte Rage-Keks. Ich könnte einen Keks-Counter einfügen, aber hab ich gar nicht drauf. Nee, ist im Grunde nur eine Abkürzung. Es ist nur eine Abkürzung für dieses Gebiet. Quasi ist nur eine Abkürzung, dass man nicht immer außenrum muss. Weil außenrum der wesentlich sichere Weg ist. Aber halt länger dauert. So. Direkt da unten? Jo, gehen wir mal. Das ist neu. Sehr gut. Neu. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber la 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 la. Schluck auf Eistee. So. So. Ich bin jetzt direkt wieder ein bisschen aggressiver. Sobald wir sehen, dass sie zu irgendwas, was aussieht wie ein Sprung ansetzt oder halt sich vorbereitet für die Sprungattacke, sofort das Schild zücken. So. Ein kleiner Schlüssel. So, wer bist du? Richard. Danke, Junge, du bist super. Ich bin Georg, der Zimmermann. Hast du von unserem Schaffungschef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist noch gefangen. Bitte hilf auch ihm. Ich glaube, er rannte in die Richtung, wo wir herkamen. Also müssen wir in die anderen. Oder war das die Richtung, wo wir herkamen? Ich meine, zwei Töpfe sieht ziemlich verdächtig aus. Ja. Okay. Also, ein Zimmermann fehlt noch. Und dann haben wir alle Zimmermänner befreit. Dann heißen wir Link Zimmermann. Oh Gott, oh Gott! Spiel? Ich glaube, dir hackt's. Das war gewaltig. Deswegen. Rage Keks. Dann ist nur das Spiel schuld. Jetzt gerade wirklich. Gut, teilweise auch ich, aber warum lässt mich das Spiel einfach da raus? Ich habe noch einen Zimmermann-Eistischluck und noch ein paar Rage-Kekse. Und ich muss den letzten Zimmermann finden, denn ich habe ein bisschen Lust auf Eistee. Wir suchen jetzt nochmal den Weg. Viel Auswahl haben wir einfach nicht mehr. Lass dich töten! Ich glaube, die hockt's. So, lauf. So, wunderbar. So. Waren wir schon? Ist also nichts. Vielleicht da. Nee. Den letzten zu finden dauert immer ein bisschen.
Irgendwo hier ist ein Eingang oder ein Verwink oder irgendwas Verwinkeltes, wo wir noch nicht waren. Und da ist er. Ich glaube, ich sehe es gerade wo. Gut. Probieren wir nochmal was. So. Sehr gut. Darunter. Einziger Eingang, der bisher noch nie genutzt wurde. Und ich weiß, dass da jetzt eine Wache kommt. Komm, ich weiß, dass du hier bist. Ah, der letzte. Wunderbar. Ach, Erinnerungen. Manchmal sind sie praktisch. Ach ja. Ich muss übrigens gerade einen Cut setzen. War wichtig. Wichtige Ereignisse müssen rausgegattet werden. Ist ganz wichtig. Legat el Ereignis. So. So, der letzte. Und ab dann haben wir das Gerudo-Teil auch erstmal abgeschlossen und müssen nicht mehr hier uns hier reinlinieren. Finde ich gut. Deswegen spielen wir jetzt auch nochmal ein bisschen vorsichtiger. Das war übrigens sauknapp. Das auch. Das nicht. Sehr gut. Diese Taste. Gut. Ach ja, wir haben es gemeistert. Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank, ich bin Ringo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir, was sich die Gerudos über die Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Den Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei. Vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl. Ich bin beeindruckt. Ohne so einen Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen aus der Ganondorf wären ziemliche Waschlapp. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naboru hat mir die Verantwortung für die Festung übertragen. Naboru ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf, den Herrn der Gerudo-Kriegerin. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden, was? Na gut, du hast eine Fähigkeit bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Nimm das, damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Und das meinte ich. Du hast jetzt Zutritt zur großen Trainingsarena und der Gerudo-Kriegerin. Das meinte ich, jetzt haben wir einfachen Zugang zu der Festung. Und so sieht die Stellvertretung uns aus. Und der Gamädchen, kann man sagen. So, das ist der Anführer des Tempels, also der Gerudo-Festung. Mit einem Gerudo-Pass müssen sie sich mal reinschleichen. Das meinte ich mit Vereinfachung. Sprich, wenn wir jetzt noch mehr rein wollen, können wir einfach durchlaufen. So, jetzt können wir uns wunderbar frei bewegen. Es gibt keine Rage-Kekse mehr. Guck mal, da sind sie. Hallo. Sagen uns alle dasselbe. Und sie sind auf einmal immun gegen Pfeile geworden. Verdammte Drecksäcke. Ich will sie immer noch mit Pfeilen bombardieren. Hat mir Spaß gemacht. So, der nächste Schritt. Das Auge der Wahrheit. Wird unsere nächste Aufgabe. Es zu holen, es zu finden. Ein allgemein herauszufinden, was ist. Ja, diese Wolken über Todesberg bedeuten absolut nichts Gutes, aber das ist ein andermal. Das ist eine andere Baustelle, kann man sagen. Was es jetzt noch gibt, ist, das ist der Gerudo-Trainingsarena. Nix, etwa so eine Sache, die ich noch nie geschafft habe, meiner Meinung nach. Also, für mich. Nicht meiner Meinung nach, natürlich habe ich es noch nie geschafft, das weiß ich doch. Es ist übrigens sehr schwer, mit dem Gamepad Bonus-Lied zu spielen.
Vor allem, wenn man es mit dem Control-Stick machen muss. So, Epona kommt von wo? Von da unten. Das Pony. Ich zeige euch jetzt noch einen Teil der Gerudo, also des Gerudo-Teils. Nämlich auf der Riesen-Minimap seht ihr quasi ganz rechts so ein Riesenteil. Das ist auch was Schönes. Werde ich aber wahrscheinlich auch nicht machen. Weil ihr wisst, wie ich mich schon so oft beschwere, die Steuerung des Bogens ist ziemlich umständlich mit diesem Camper, das ich habe. Mit einem GameCube-Controller würde ich es hinbekommen. Ich habe keinen GameCube-Adapter. Also nur geht es darum, man muss hier durchreiten. Und dann quasi Zielscheiben treffen. Gibt Punkte. Man muss alle halt ziemlich mittig treffen. Hier. Bumm. Und schießen. So. Geht mit diesem Controller extrem schwer. Das ist die coole Linkradart, finde ich. Einfach so aufrecht und nicht so mitwippend. Sieht irgendwie cool aus. Im Grunde ist das ganze Teil, aber ich kann... Du musst perfekt in die Mitte zielen können. Teilweise. Ansonsten schaffst du das nicht als Ballon und kriegst einen großen Köcher. Das ist ja wieder für mich diese doofe Reitart, finde ich. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall war das jetzt mal wieder für heute Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Im nächsten Part suchen wir wohl das Geisterauge. Bis dahin. Haut rein.